Servus Leidl, Vetano hier. Ich bin mal wieder daran interessiert, eine weitere Folge von William of the Mad God zu präsentieren. Ich lege hier los im Cyclops Dungeon. Habe gesagt, dass ich spielen werde. Auf Facebook habe ich das angekündigt. Mir ist, glaube ich, kaum wer gefolgt. Ich hoffe trotzdem, dass wir da einiges reißen können. Mit dem Necromancer auf der Stufe 1 geht's los. Ich habe so viele neue Klassen, die ich noch spielen kann und noch nicht gespielt habe. Und Necro ist einer davon. Es gibt mittlerweile auch schon den Ninja für jeden zum Spielen. Und ich hoffe, dass trotzdem noch irgendjemand das auf Facebook liest und mir quasi ein bisschen da hilft. Ich meine, ich schaffe es alleine, glaube ich, mit dem Necro auch sicher, weil es ist so ähnlich wie der Source Runner, dass ich einen kleinen Heilzauber habe oder Lebensabsauger, ehrlich gesagt. Oder besser gesagt. Und ich bin wirklich gespannt. Was droppt denn hier alles? Ich bin wirklich gespannt. Ach, das kommt ja zu gar nichts. Ich bin gespannt, wie das dann weitergeht. Ich meine jetzt Ninja in neue Klasse. Level up, Level 2. Ninja neue Klasse ist ja eh schon länger bekannt und kann man auch schon seit einiger Zeit spielen. Ist trotzdem interessant zu sehen, dass da was weitergeht. Neue Klassen sind also vielleicht auch jetzt, gerade jetzt, wo du das siehst, sind sie vielleicht in der Entwicklung. Das wäre natürlich irre nice, dass da neue Klassen noch kommen. Ja, aber auf jeden Fall mal erstmal hier ein bisschen hochfarmen mit Level 2. Geht noch nicht so viel. Ich habe, wie ihr vielleicht gemerkt habt, ein bisschen nachgeholfen. T7 Stab und T9 Rüstung, damit da der Anfang nicht so langsam ist. Aber ich glaube, selbst ohne dem würde es mit Necro eigentlich recht gut gehen. Wow, da ist der mal erster Quest, der nicht angezeigt wird. Die müsste doch eigentlich angezeigt werden. Und da ist auch schon wieder wer gestorben. Und Level 3. Oh, das geht nice. Aber ich bin ein bisschen vorsichtig am Anfang. Ich weiß ja nicht, wie stark die Klassen sind, wie viel die aushalten. Aber diese Anfangsquests dürften kein Problem sein. Ich werde nur vielleicht nicht jetzt als lebensmüder Zauberer da. Na, was war jetzt? Als lebensmüder Zauberer da in die Godlands mich teleportieren. Wobei, ein bisschen reizt es mich ja schon, dass ich da dann übel schnell leveln kann. Ah, diese Bogenschützen dieser Kleinen sind ziemlich nervig. Da unten schießt noch wer? Na, kommt her. Aber der hat ja echt so schön viel Range. Gibt's ja gar nicht. Dr. Flips, Nummer 1. Der erste. Servus. Ah, Dr. Flips hat sich entschieden, mir zu helfen da. Ich glaube, das ist mein einziger Fan. Ich meine, immer wieder sagen mal Leute, ja, lass uns doch gemeinsam zocken, aber im Endeffekt, ich sag ihnen eh, Leute, schaut auf Facebook, da schreibe ich, wann ich spiele. Ich spiele eigentlich sehr, sehr selten William of the Mad God, ohne es anzukündigen. Und da ist noch wer vielleicht, mit Demo, gehört der auch dazu? Man weiß es nicht, Dr. Flips habe ich sogar gelockt. Und ja, jedenfalls, wenn ihr einfach mit mir spielen wollt, dann einfach auf Facebook schauen, wann ich das ankündige. Ich meine, so schwer ist es auch nicht, ich kündige es ja nicht. Was, der ist verreckt? Das kannst du nicht bringen, Dr. Flips. Ein Ring. Was ist denn da eigentlich los? Da geht's ordentlich ab, ne? Mit den Mobs hier. Quest complete, ich muss ein bisschen aufpassen. Da unten, da geht's ja ordentlich zu. Das sind 300.000 Quest-Mobs und keine Ahnung, was noch alles. Wow, Power-Leveling und da unten ist noch mehr, aber ich bin ja fast dazu verleitet, da erst einmal zu looten, weil ich so lootgeil bin, aber die lassen mich nicht. Drei Verteidigungen, na, brauche ich jetzt nicht. Aber da ist noch ein Healpot drinnen. Und da oben respawnt er auch schon wieder. Dr. Flips. Der Dr. Flips, der ist gleich mal beim Hallo-Sagen gestorben, fast schon. Das wird lustig wieder heute, das wird lustig. Ich meine, wer es nicht weiß, wer jetzt vielleicht gerade zum ersten Mal zuschaut, ich glaube, so viele neue Leute habe ich ja nicht. Aber wer zum ersten Mal zuschaut, Dr. Flips hat bei den letzten Let's Plays auch mitgespielt, wo ich auf Facebook das angekündigt habe. Und er ist recht oft gestorben. Deswegen hat sich das bei mir eingebürgert, dass ja, der quasi wie von South Park, der liebe Kenny, der immer verreckt. Dr. Flips is back. You are back. Ja, das freut mich. Er ist noch immer Level 1, schätze ich mal. Ja, das heißt, er muss aufpassen. Da kannst du nicht einfach. Kannst du nicht einfach jetzt irgendwie alle tanken und so. Aber auf jeden Fall, da sollten jetzt ein paar Pots drin sein. Kann ich eh nicht nehmen. Nimm dir die mal alle lieber. Ich brauche sie nicht. Und was ist besser? Nehmen wir lieber das mit Weisheit. Ich meine, Maximum
Mana ist zwar nicht schlecht, aber da nehme ich lieber ein bisschen Weisheit und kann dann öfter meinen Heal wieder machen. So, jetzt zum Beispiel. Boah, das geht aber ordentlich ab. Da kann man auch recht gut. Okay, tanken kannst du nicht, du bist keine mit Rüstung. Aber das geht ja schon mal ordentlich ab. Und da haben wir auch jetzt einen Priester dabei in der Gruppe. Das nenne ich Glück. Okay, da ist wieder ein paar Ringe dabei. Mal Priester-Spell. Und da unten wieder ein paar Bogenschützen. Ah, da rechts ist ein Swarm. Dr. Flips macht mich fertig da. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob das Abonnenten sind. Von mir wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich haben die nur so geschaut, wer denn jetzt gerade am Zocken ist. Und dann haben sie... Na. Oh nein, da gibt es leider nichts. Und haben sich dann entschieden, da irgendwie mitzuleveln. Ja, der Schwarm, der kommt auch nicht näher, wenn wir so langsam sind. Wo sind die Gegner? Ah, da ein Engel. Ich als Necromancer müsste den ja sofort vernichten. Oh, da ist auch wieder ein Pot drin. Habe ich den vorher nicht gelootet? Gibt's ja nicht. Da unten sind einige. Da ist auch wieder ein Questmob. Der hat was gedroppt, aber man sieht's nicht, weil es hinterm Baum ist. Der Dr. Flips, pass auf, mein Sohn, nicht verrecken hier. Aber ich würde sagen, wir gehen mal zur Schwarmquest weiter. Hätte ich jetzt nichts dagegen, ehrlich gesagt. So. Kommt überhaupt nach. Da sind wieder viele Gegner auf der Minimap. Sieht man das sehr schön. Zack, und dort ist der nächste. Das geht ja wirklich, wirklich easy. Wenn ich das vergleiche, bitte. Leute, ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt, aber als ich mit Schurken gespielt habe, das war ja einfach nur noch ein Trauerspiel. Der macht ja sowas von keinen Schaden. Zumindest am Anfang. Ich meine, ich habe gehört, er soll später wirklich stark sein. Aber wie es momentan ist, ist das einfach nur. Na komm, wie krass weicht der aus, dieser komische Schwarm. Wow, Quest complete. Und der arme Dr. Flips da unten? Der wurde allein gelassen. Aber das lasse ich nicht einfach so zurück. Da komm, ich helfe dir da. Und da oben geht's ab. Da sind schon wieder 3000 Bogenschützen hier unterwegs. Nein, eigentlich nur 4, wie sie hier auf der Minimap zu sehen ist. Aber trotzdem. Aber ordentliche Reichweite hat auch. Das gefällt mir. Da unten wäre jetzt die nächste Quest. Checkt ihr das? Kommt ihr mit? Komm mit, Dr. Flips. Wir haben Arbeit zu tun. Da unten wartet der nächste. Da oben ist so ein Feuerdings. Diese Elementare sind immer so schnell, aber sie geben eigentlich kaum EP. Keine Ahnung, was da falsch gelaufen ist. Eine Fledermaus und noch eine Fledermaus. Ich glaube, er will die Kugel töten. Ich glaube, der hasst die Kugeln genauso wie ich. Was ist da? Was ist da los? Da geht schon ordentlich ab. Da muss er aufpassen, dass er nicht verreckt, der Dr. Flips. Und ich sowieso. Ach, jetzt hätte ich schon fast ins Gras gebissen. Aber diese Kugeln sind einfach nur so nervig und geben auch kaum EP leider. Aber da oben. So, ein bisschen wieder Healpot nehmen. Wow, und heute kann ich mal wieder gar nicht ausweichen, wie es aussieht. Und EP geben die auch gerne. Das ist. Oder nicht zu viel zumindest. Gefällt mir gar nicht. Da gehe ich lieber auf den Drachen da. Komm, Drache! Ja, das geht recht gut. Als Schurke war das auch so mühsam. Oh, nice, nice. Quest complete und gibt gleich 100 irgendwas Erfahrung. Und da ist das Baby. Ja, das wird gleich vernichtet. Und da ist die eine Quest von vorhin, der Dwarf King. Aber der rennt da irgendwie ein bisschen gerade weg. So, jetzt haben wir ihn erwischt. So, da ist aber nichts drinnen für mich. Ich glaube, wenn ich was loote, dann vielleicht mal den T1-Spell oder so. Man weiß es nicht. Wo ist der Dr. Flips? Der ist irgendwo ganz woanders. Ah, jetzt ist er wieder bei mir. Ja, das ist jetzt momentan nicht so schnell mit den Kugeln da. Die sind wirklich einfach nur störend. Und brauchen einfach nur viele Pots. Aber schauen wir mal. Da weg da mit der Kugel. Gibt 6 EP, das ist ja Witz, bitte. Da oben, das ist glaube ich ein stärkerer Mob, da gibt es 40 EP. Ja, Level up, Gott sei Dank. Jetzt hätte ich eigentlich noch meine... Wow, die waren nicht schnell. Noch meine Spells machen müssen, weil wenn du Level up wirst, kriegst du auch wieder volles Mana. Und so weiter. Aber das hat sich jetzt... irgendwie verplant, aber... Boah, muss ich wieder aufpassen. Dr. Flips lebt noch hoffentlich. Ah, diese Kugeln sind einfach nur... Dr. Flips tankt ja alles. Nur noch 2 Healpots, muss ich ein bisschen aufpassen. Habe ich mir ein bisschen leichter vorgestellt mit dem Necro eigentlich. Was kommt denn da raus? Wow, wo bin ich schon wieder? Das gibt zwar gute EP, aber das ist auch irgendwie ziemlich gefährlich gerade. So, lass dir mal den Goblin-Zauber da vernichten. Was ist da? Pirate Cave brauchen wir nicht.
Und was ist das für ein komisches Ei? Das möchte ich gerne kaputt hauen. Ich habe Angst, dass da jetzt was Böses schlüpft, aber wie es aussieht, kommen wir dann nochmal davon. Und dieser Steinmann ist auch nicht der schnellste. Aber die Kugeln sind so schnell und auch so nervig. Aufpassen da. Der hat einen Healpot schlucken müssen, der Dr. Flips. Ja. Nebenbei gesagt, wer mein League of Legends Video gesehen hat, das letzte, habe Geburtstag gefeiert und habe dann eine PlayStation 3 bekommen. Ich weiß nicht genau, wie man da Let's Plays damit machen kann. Interessant wäre es auf jeden Fall, weil die Spiele dafür auch super toll sind. Nur mit dem Aufnehmen muss ich mal ein bisschen anschauen, zuerst einmal. Das wird vielleicht noch eine Weile dauern. Ich sollte vielleicht öfter meinen Spell machen. Ich weiß gar nicht, wie viel das heilt. Ein bisschen, 21, naja, das könnte mehr sein eigentlich. Da gleich mal 46 geheilt, Quest Covid. Hängt das davon ab, wie viele Leute ich nicht heile, sondern Schaden mache, oder wie? Das werden wir wohl jetzt nicht erfahren. Doch, jetzt hat es eigentlich geheilt, ich habe es nicht gesehen. Na, das schließe ich ja eh dort. Okay, 25 HP innerhalb von dem und dem Radius, aber die Frage ist jetzt, gehen wir da rein? Ich glaube, da können wir reingehen. Ich meine, ich habe zwar jetzt nicht so viele Pots, aber wir haben jetzt mehr Reichweite und das sollte möglich sein. So. Nicht tanken da, komm, aufpassen. Da ist gleich mal ein Pot drin. Boah, nein! Dieser Dr. Flips. Dieser arme Dr. Flips, den muss ich immer nachweinen. Boah, das geht ja so viel leichter mit der Klasse. Das war nice. Ah, das ist aber lustig, weil jetzt habe ich gerade in die Menge reingefetzt und das hat jetzt auch ganz viele so weiße Dinger zurückgeworfen. Das heißt, das hängt höchstwahrscheinlich davon ab, wie viele Leute ich treffe. Mit dem. Wow, da flitzen die gleich hier rein. Was? Wo kommt der einmal her? Wo kommen die alle her? Komm. Willst du mich ärgern, ha? Die machen ordentlich Schaden hier. Die sind so schnell. Die schwarzen immer. Die schwarzen Kätzchen und so eigentlich. Zack, zack, und wieder volle HP. So geht das. Das gefällt mir. Wie schaut's da unten aus? Da kommt der nächste braune. Ja, aber die Spinnenhöhle gibt eigentlich nicht so gute EP. Das ist eigentlich ein bisschen witzlos immer da. Ich meine, ein bisschen gibt's hier schon. Aber ich glaube, wenn ich da auf der Oberfläche leveln würde, wäre das wesentlich schneller. Sicher weiß ich es nicht, aber ich glaube es zumindest, weil da gibt es irgendwie nur einmal den Quest-Mob am Ende. Und das war's dann auch mit der Quest. Und so viel EP gibt die, glaube ich, nicht mal die Königin da. Die Spider Queen, da ist schon alles leer geräumt, aber das dauert irgendwie recht lange. Jetzt. Ich möchte ein bisschen mehr schaffen in der Zeit, die mir zur Verfügung steht. Nicht immer da. Wow, da geht es ordentlich weiter. Level up immerhin. Das heißt, ja, aber ich glaube, wie gesagt, oben würde ich sicher mehr schaffen, oder? Was meint ihr? Wahrscheinlich werd ich eh zu geflamed, dass ich irgendwie da extrem meine, da was reißen zu können in der Spinnenhöhle. Aber das zahlt sich nicht aus, wie es aussieht. Als welche Klasse zahlt sich am meisten aus? Ich glaube fast als Archer oder so. Da kommen wieder die Braunen. Diese bewegen sich aber viele schon. Muss ich aufpassen, ein rotes Spinnchen. Mehr war das eigentlich nicht, so klein wie das war. Hier sieht man fast gar nicht, diese Braunen. Dann muss ich jetzt wieder gleich mal meinen Spell machen, wenn die da so weitermachen. Jetzt habe ich keinen Healpot mehr. Das gefällt mir gar nicht. Ich habe jetzt noch diese verbesserten Healpots eigentlich. Und ich renne mal wieder genau rein. Da muss ich ein bisschen besser aufpassen, ist ich gerne. Boah, gleich mal extrem viel Schaden gefressen. Okay, da kann ich vielleicht wieder. Na komm her. Ja, keine Ahnung. Ja, das bringt schon natürlich. Und jetzt da von da oben kann man ordentlich die auch ein bisschen ausweichen zumindest.
So, das haben wir gut gemacht. Ah, oh, der Schwarze da schon wieder. Immer auf die Schwarzen. Ja, jetzt kommen gleich die ersten Kommentare, dass ich irgendwie rassistisch sein soll oder so wahrscheinlich. Donald, du Rassist, immer auf die Schwarzen. Was kann ich dafür, wenn die mich angreifen?